So, jetzt habe ich Zeit. Boah, jetzt habe ich Zeit, Ladies and Gentlemen. Ihr habt die anderen Videoclips gesehen. Da kam jede Sekunde einer rein. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich unterbrechen darf, weil das sind meine Kunden. So, ich habe einen Videoclip begonnen mit Revell Autos. Schaut mal auf den Preis. 13 Euro. Dieses Auto bekommt ihr bei Amazon für 8,99 €. Also 10 Euro. 3 Euro günstiger bei der Firma Amazon. Und wenn ihr Amazon Prime seid, kriegt ihr das von heute auf morgen. Also wenn ihr jetzt bestellt, ist es morgen da. Hurra! So, ich werde vielleicht einiges bestellen. Ich muss mal gucken, welche Größe das ist. Es muss natürlich nicht unbedingt von der Firma Revell sein. Es gibt bessere. Ich werde mir das gleich anschauen. Dieses Modell ist aus dem Jahre 2018. Wir haben jetzt 2021. Wir gehen jetzt auf 2022 zu. Ich teste es. Wie gesagt, 13 Euro ist zu teuer. Es lohnt sich sowieso nicht mehr. Für mich nicht. Also es lohnt sich für mich nicht, Ware anzubieten, weil die Preise gegenüber von Amazon kommt man gar nicht. Dass ich überhaupt das jetzt gemacht habe, bin ich selber schuld. Das gebe ich zu. Weil ich habe im Regal 60 Fahrzeuge gesehen. Die haben dieses eine Fahrzeug, aus welchem Grund auch immer, die Firma Woolworth. Die Firma Woolworth hat es mir sozusagen für 13 Euro verkauft, beziehungsweise meine Frau hat es gekauft und hat mich heute mit einer Tüte, oh ja, die Tüte zeige ich euch auch. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, yeah. Aber auf eine Art finde ich es toll. Ich mag die Minions. Ich habe viel von den Minions. Vielleicht mache ich hier so eine neuartige Dekoration. Vielleicht mache ich eine neuartige Sache, die Minions. Vielleicht mache ich auch zu. Wer weiß. So, weil wir nur noch betrogen werden, weil Corona ist Betrug, bleibt Betrug und werde ich nicht anders formulieren. So, Channel Truck von der Firma Revell, leider überteuert eingekauft. Es gibt natürlich auch von Revell etwas größere Bagger, die kosten aber dann mal eben 57 Euro. Finde ich ein bisschen teuer, um damit ein bisschen zu spielen, weil was anderes ist es nicht. Wenn ich solch ein Fahrzeug für 50, 60 Euro kaufe und das einem Kind gebe zwischen 5, 8 Jahre alt, wie lange lebt es? Wie lange funktioniert es? Ist das nicht ein bisschen viel Geld? 60 Euro, das sind 120 D-Mark. 120 D-Mark für ein Spielzeug, für einen 8-Jährigen. Halleluja! Dass ich es mir jetzt gegönnt habe, wisst ihr, warum nicht? Für mich ist es eine Spielerei und während ich hier sitze, packe ich es aus. Und ja. Wie gesagt, ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr sowas mögt, ob ihr sowas nicht mögt. Ne, das Auto jetzt einfach mal so geht nicht. Das ist so ein Gummi. Schauen wir mal. Ich will es ja auch nicht so kaputt machen. Ne? Ich meine, so schnell macht man 13 Euro kaputt. Ja? Kommt wie gesagt aus dem Mini Wunderland. Ja, Mini Wunderland. Muss mal gucken, was sie hier so. Ach, die haben das sogar verschraubt. Ja, die haben sogar nicht nur ein Gummi, die haben nicht nur ein Gummi da drum gemacht. Boah, ey. Ne? Die haben sogar eine Schraube. Halleluja. Die haben es sogar verschraubt. Wie gesagt, man kann es hoch, aber wird nicht fern. Ja, kann auch vorne ausgezogen werden. Dieses Fahrzeug gab es mal hier mit Winde. Er ist alles getürkt. Wie gesagt, das funktioniert so nicht. Das Auto fährt halt nur vorwärts, rückwärts. Kann 40 Megahertz. Jetzt muss ich mal gucken hier. Man kann nicht ganz viele Fahrzeuge. Das hat 27 Megahertz. Das könnte man zusammen fahren lassen. Ne? Der hat also. Und der Bagger ist ein bisschen größer. Der kostet 17,43. Merkwürdige Zahl. Das ist ein Kranbagger und das ist ein Kranfahrzeug. Der würde 8 Euro kosten bei Amazon. Und ich habe leider 13 Euro
dafür bezahlt. Ich habe mal wieder Lehrgeld bezahlt. Heute war ein Lehrgeldtag. So, dass ich jetzt ein paar Minuten Zeit habe, um hier sprechen zu können, liegt daran, dass jetzt Feierabend ist. Ich habe jetzt sehr langes Wochenende. Und in diesem sehr langen Wochenende werde ich mal schauen. Und das war es dann auch schon. Ich habe auf eine Art überhaupt keine Lust mehr, in dieser verlogenen Welt tätig zu sein. Ich habe gar keine Lust mehr, in dieser verlogenen Welt spazieren zu gehen. Wir werden von der Obrigkeit belogen. CSU ist auch ein Verein. Da kann man beitreten, da kann man austreten. Bei der Beitragsgebührenordnung, was wirklich tatsächlich ein Verein ist, da dürfen wir nicht. Wir dürfen also nicht Nein sagen. Ich sage öffentlich Nein, ich will das nicht, weil ich habe die nicht. Ich zahle Provider einmal fürs Geschäft 91 Euro. Ich zahle den Provider für zu Hause 89 Euro. Ich zahle Netflix. Ich zahle TV Now. Ich zahle, wie gesagt, was haben wir denn noch? Netflix. Ach ja, Amazon Prime kostet auch 69 Euro. Also man zahlt, um fern zu sehen, im Monat circa 200 Euro. Ja? Und wir, also auf Deutsch gesagt, wir zahlen alle, egal welche Summe. Rechnet das mal bitte aus. Es kann ja nicht sein, dass du ein Bürger bist und nur noch am Bezahlen. Ja, du sollst das, du sollst dieses, du sollst jenes. Bedenkt doch mal, wie teuer euer Phone ist, was ihr in der Hand haltet. Ne? So, wenn ihr die Fernfahrer seht, was die zahlen müssen für den Benzin bzw. Diesel, ja, und wenn ihr seht Firmen, so wie meine eine, was wir zahlen müssen, ja, wenn ihr glaubt, dass, ja, also das ist doch ein Witz. So, ich habe dieses Fahrzeug geholt, weil wir es gebrauchen können wegen der Steuer, damit ich ein bisschen Steuer abziehen kann, ja. So, und wenn ich das gute Fahrzeug, ich sage es euch, ihr kriegt es bei Amazon für 8 Euro, also 4 Euro billiger, ja, 5 Euro billiger, Entschuldigung. So, 5 Euro billiger ist schon eine Menge. So, aber diese 5 Euro sind ja schon mal fast 1 Euro Steuern darüber, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das summiert sich, ne? Ja. Aber es nervt. Es nervt fürchterlich. Leider, leider, leider. So, ich habe es extra bestellt, weil jemand heute Stillleben machen will. Vielleicht können wir den nehmen hier zum Stillleben, Stillleben da. Ja, also, ach, wisst ihr, Videoclips, egal was wir machen, ist doch für die Katz.